بسم الله الرحمن الرحيم. Darf eine Frau alleine in Hasch gehen bzw. fliegen fahren? Allein? Ja. Also darf beziehungsweise mit der Oberfrau. Genau. Allein mit der Oberfrau. Die Frage von einem Bruder, darf eine Frau alleine Hajj gehen, das heißt, die Frage bezieht sich auf den Mahram ohne Mahram, auch wenn es mit einer Gruppe von Frauen ist, kann ich die Frage ergänzen, auch wenn sie zum Flughafen gefahren wird und in ein Flugzeug gesteckt wird, und dann gibt es einen Mahram, der in einem anderen Land ist, und der holt sie ab. Die richtige Aussage der Gelehrten ist, dass sie das nicht machen darf. Und dieses aufgrund der Überlieferung bei Imam Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, verreist alleine nicht. Das ist eine klare Überlieferung. In einer anderen Überlieferung, ebenfalls bei Imam Muslim, kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wollte sich für den Kampf einschreiben. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, möchtest du dem beiwohnen? Er sagte ja, aber meine Frau ist zur Hajj sozusagen losgepilgert. Er sagte, geh zurück und begleite sie. Geh zurück und begleite sie. Jehua, wenn sie zum Hajj nicht alleine gehen darf, dann erst recht keine normalen anderen Reisen. Weil wenn sie was hätte machen dürfen, dann für die Hajj, weil da geht es um eine Pflicht. Aber wenn sie das für die Hajj nicht mal machen darf, so sehen wir Frauen heute, mashallah, die ist sehr flexibel, Allahumma barik, hat auch immer ihren Koffer dabei. Ja. Und die reist so von einem so Ryanair-Flieger, Billigflieger, alles, die ist immer überall in der ganzen Welt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, das ist eine Sache, die verboten ist. Sagt man ja, aber es hat Gelehrte gegeben, die das erlaubt haben. Richtig, aber sie haben keinen Beweis gehabt. Sie haben keinen Beweis gehabt. Der einzige Beweis, den sie angeführt haben, ist, dass es eines Tages möglich sein wird, bis nach da und da zu reisen. Das ist ein Khabar. Das heißt, das ist ein Nachricht. Das hat kein Urteil. Das hat kein Urteil. Das ist nur ein Khabar. Irgendwann wird das passieren. Aber das ist kein Urteil. Und wenn man daraus das entnimmt, das ist kein Urteil. Und insofern, das ist nicht erlaubt für die Frau. Und auch wenn man sie zum Flughafen hier und dort bringt. Schaut mal, liebe Geschwister, eine Frau muss auch geschützt werden. Ich meine, man geht immer davon aus, dass alles gut läuft und so weiter und so fort. Stellt euch vor, ein Flugzeug muss jetzt zum Beispiel irgendwo notlanden. Okay, auf wen wird die Frau dann angewiesen sein? Hm? Auf wen? Tja, das ist die Frage. Deswegen sollte ein Mahram. Und wenn eine Frau keinen Mahram hat, wir haben zwei Bedingungen für die Hajj. Welche sind das? Einmal, dass man welche Voraussetzungen erfüllt, einmal die Para, finanzielle, und einmal die körperliche. Richtig. Bei der Frau kommt noch eine dritte dazu. Welche ist das? Dass sie einen Mahram hat. Und wenn sie das nicht hat, ist sie befreit von der Hajj. Ist sie befreit von der Hajj. Was will sie mehr? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala.